This is a true love. This is a true love. Hi Leute, 9 Dinge, die dir helfen, deinen Weg zu finden, die dir helfen, deine Bestimmung zu finden, weiter voranzukommen, glücklich und gesund zu werden. Erstens, keine Medien mehr anschauen, kein Radio, kein Fernsehen, öffentliches, Filme, Serien oder so, klar, schau sie dir irgendwo im Internet an oder so, aber lass die Werbung weg, lass das Radio aus. Es ist alles Ablenkung. Das brauchst du nicht, erfahr das Leben. Hast du kein eigenes Leben, dass du dir das Leben von anderen Leuten auf so einem Bildschirm anschauen musst? In den Medien wird einfach jeden Tag derselbe Quatsch wiederholt. Du weißt nicht, ob es stimmt. 90% ist negativ. Und dadurch kommen auch solche Sachen, dass man solche vorurteilhafte Bilder hat. Dass man irgendwas, wenn jemand anderes was sagt, nee, das kann gar nicht sein. Darf nicht sein, ist in meinem Glaubenssatz nicht verankert, kann nicht wahr sein. Du solltest immer offen sein für alles. Auch wenn es völlig dem widerspricht, was du jemals gelernt hast. Du solltest immer offen bleiben. Wissen kann eben auch behindern. Wenn du meinst, du weißt es und es ist sicher so, aber wenn du eben dadurch einfach deine neuen Sichtweisen blockierst und dadurch gar nicht in eine andere Denkweise reinkommen kannst. Oft sind es ja nur Theorien, die man wiederholt und wiederholt immer wieder ins Hirn gehämmert bekommt. Da kann man natürlich nicht mehr normal denken, wenn man einfach 2, 3, 4, 5 Stunden jeden Tag irgendeinen Quatsch in seinen Kopf reingehämmert bekommt. Wie soll man denn da klar denken? Schöner Gegenpol zu schaffen wäre vielleicht mal, sich mal 2, 3 Jahre lang nur Verschwörungstheorien anzuschauen. Über Mondlandung, über flache Erde, über irgendeinen Quatsch. Um mal eine Kontra-Sichtweise dazu zu bekommen. Ich meine, man hat sein Leben lang nur die eine Richtung gehört. Dann wäre es mal ein ganz guter Konter, wenn man mal immer die Medien auslassen würde, kein Radio mehr hören würde und sich jeden Tag 3 Stunden lang Verschwörungstheorien anzieht. Und dann mal schauen, wie man dann denkt. Man muss sich wirklich mal andere Sichtweisen wieder aneignen. Und diese ganzen Medien sind einfach nur Ablenkung. Konzentriert euch mal auf euch und bearbeitet die Dinge aus eurer Vergangenheit und so weiter, die ihr noch nicht verarbeitet habt, wo vielleicht ihr nicht ran wollt, aber genau das ist das Ding, wodurch ihr Energie bekommt. Ja, erster ganz wichtige Punkt. So. Zweiter Punkt ist jeden Tag raus in die Natur, sich 1 Stunde Zeit nehmen für sich komplett und in der 1 Stunde auch nichts anderes machen. Nur auf sich selbst konzentrieren, schauen, wie es einem geht, was man vielleicht so erlebt hat, was man im Moment für Sorgen oder Wünsche und so weiter hat. Sich das nur mal anschauen, allein das reicht schon, um weiterzukommen. Aber das andere ist immer nur Ablenkung. Man schaut, oh ja, jetzt habe ich noch den Termin, sich bloß nicht mit den unangenehmen Sachen beschäftigen. Genau die unangenehmen Sachen sind die Sachen, die euch weiterbringen am Anfang. Irgendwann wird es euch viel leichter fallen, aus eurer Komfortzone rauszugehen. Und dann wird es ein Kinderspiel. Irgendwann ist die ganze Welt eure Komfortzone. Es ist völlig egal. Könnt ihr überall stehen, Vortrag vor 1000 Leuten halten, völlig wurscht. Dritter Punkt ist Bewegung. Jeden Tag ein bisschen bewegen, ins Schwitzen kommen. Wer ruht, der rostet. Der Mensch ist dazu da, um sich zu bewegen. Probier doch mal, dich 2, 3 Wochen nicht zu bewegen. Dir geht's total schlecht, du wirst gesundheitlich völlig runtergehen. Der Körper ist dazu da, um bewegt zu werden. Also beweg dich jeden Tag. Am besten ein bisschen eine Mischung reinbringen zwischen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, jeden Tag ein bisschen bewegen. Kreisförmige, schwingende, normale Bewegungen, Laufen und so weiter. Natürliches Gehen ist perfekt schon. Joggen, was auch immer, was euch Spaß macht eben. Aber ja, jeden Tag bewegen ist A und O.
Vierter Punkt ist frische Luft. Überall dafür sorgen, dass ihr frische Luft habt. Am besten das Fenster beim Schlafen offen lassen. Und ja, wenn ihr Sport macht, draußen in der Natur, ich kann nicht verstehen, warum man in ein Fitnessstudio geht, sich da auf einen Laufband stellt und da rumläuft. Geht doch raus. Es gibt's Besseres. Geht irgendwo raus in die Natur, in den Wald, in die Weinberge, an den See und lauft da. Fünfter Punkt, Essen. Baut immer mehr pflanzlich vollwertige Produkte, Lebensmittel in eure Ernährung ein. Esst immer frischer, mehr Obst und Gemüse. Alles, was ihr zu euch nehmt, hat auch eine Schwingung. Ihr nehmt diese Sachen auf, wenn du Fleisch isst, wenn du Eier isst, Milch isst, von gequälten Tieren. Du nimmst das alles auf. Wo soll die Energie denn hingehen? Da sind Schwermetalle, Antibiotika, Hormone, alles drin in dem Zeugs, Medikamente. Das nimmst du alles auf. Das beeinflusst dich komplett. Du bist, was du isst. Das Essen beeinflusst dich. Änder deine Ernährung zu einer immer vollwertigeren, pflanzlichen Rohkosternährung. Und du wirst einfach sehen, dass es Wunder hilft. Sechster Punkt, verbinde dich mit Leuten, die das Gleiche machen, die nicht so abhängig sind von irgendwelchen Glaubenssätzen, die raus sind aus diesem ganzen System, aus diesem verwirrenden Gehirnwäschesystem. Verbinde dich mit Leuten, die alternativ denken, die offen sind, die dich sein lassen, wie du bist. Und such dir Unterstützung. Lass die negativen Leute einfach weg. Wozu? Brauchst du nicht. Aber du kannst auch von deinen Feinden lernen. Aber du musst sie ja nicht als deine engsten Freunde haben. Dann machst du es dir das Leben ja selber schwer. Siebter Punkt, alte Sachen loslassen. Bearbeite die alten Sachen. Ich habe zum Beispiel das Schattenprinzip, das Buch von Rüdiger Dahlke durchgemacht, wo du alte Themen verarbeiten kannst, wo du so viel mehr über dich selber lernst. Und wenn du weißt, wenn du deiner selbst bewusst bist, dann weißt du, was zu machen ist, was du kannst, was du nicht kannst und fertig. Und wenn du alte Sachen loslässt, kann erst Neues kommen. Das ist wie daheim. Du hast ein Regal, einen Schrank, räum das Regal leer. Das steht nicht lang leer. Irgendwann kommt was nach, sofort. Das Regal wird nicht länger als ein paar Wochen leer stehen, höchstens. Und dann kommt automatisch was Neues nach. Aber du kannst, es kann erst was Neues nachkommen, wenn du das Alte auch loslässt und das Alte ausrümpelst. Den ganzen Quatsch wieder raushaust. Und dann kann Neues, Gutes, Besseres kommen. Wenn du das Alte nicht loslässt, kommt nichts Neues nach. Schau, dass alles im Fluss ist. Achter Punkt ist guter Schlaf. Ihr braucht Schlaf, gerade wenn ihr am Entgiften seid und so weiter. Am besten vor 2 Uhr. Wegen Melatonin, das dann nach 2 Uhr nicht mehr ausgeschüttet wird und der Schlaf einfach nicht mehr so entspannt ist. Am besten 10, 11 Uhr, 12 Uhr spätestens schlafen ist das Beste. Und ausreichend schlafen. Wenn ihr in der Heilungsphase seid, braucht ihr ausreichend Schlaf. Das dauert ewig, bis der Körper mal so weit entgiftet ist und so weiter, dass man wirklich dann weniger Schlaf braucht. Dann 9. Punkt, letzter Punkt ist ins Tun kommen, einfach machen. Von nichts kommt nichts. Du musst wirklich tun. Kennst es doch, wenn du daheim auf der Couch hockst, auf einen Anruf wartest, dann kommt nie. Wenn du irgendwo beschäftigt bist, was tust, irgendwann abends heimkommst, dann schaust du in deine Nachrichten, hast 10, 20 Nachrichten. Wenn du nicht ins Tun kommst, dann läuft gar nichts. Vom auf der Couch hocken, verändert sich dein Leben nicht wie von selbst und dann
wird sich verändern, dein ganzes wieder Leben. So funktioniert das nicht. Komm einfach ins Tun, mach, was dir Spaß macht. Verbind dich mit den Leuten, die dich inspirieren. Das sind meine neuen Punkte. Ich hoffe, die helfen euch weiter. Macht's gut, Leute. Peace. Und den Kanal abonnieren. Peace.